Wir haben schon einige Eindrücke bekommen von Johannes Bischofberger im Weltadress. Was hat es damit auf sich? Ja, ich bin froh, wenn ich auf Cisco kann. Dann hat mir der Marcel erzählt, dass ich drüben auf Cisco in der Woche. Und jetzt habe ich halt gefragt, ob ich auf Cisco darf, ob das möglich ist. Und war kein Problem. Jetzt bin ich froh, dass ich zweimal auf Cisco gehen kann. Wie ist es für dich, mit so einer jungen Mannschaft, wie sie der EC Bregenzerwald hat, mit so jungen Spielern mitzutrainieren? Wirst du da richtig gefordert oder macht das eher nur Spaß? Nein, es macht sehr Spaß, aber ich glaube, sind alle ehrgeizig. Sie werden alle zeigen, was sie können. Machen sie auch gut und ich hoffe, dass der Bregenzerwald wieder wie in den letzten Jahren Gas gibt. Ihr habt ja beim KAC auch so einen ähnlichen Weg gewählt mit dem Farmteam in der Alps Hockey League. Wo siehst du da die Unterschiede zwischen dem EC Bregenzerwald und dem Farmteam des KAC? Ich glaube, der Bregenzerwald geht jetzt so in die richtige Richtung. Wir schon der Werk haben sie schon länger eingeschlagen und beim KAC ist das relativ neu mit den jungen Spielern. Die müssen sich auch dem Niveau anpassen. Aber es ist für alle jungen Spieler ist, gut, um auf einem guten Niveau, wo gestandene mehr spielen, spielen können und zeigen, was sie können. Der KAC war ja auch schon mal auf Shoppingtour im Bregenzerwald, hat jetzt zwei Spieler in den eigenen Reihen mit Christoph Duller und Philipp Kreuzer. Wie gut haben sich die beiden etabliert? Na super. Ich glaube, der Philipp ist jetzt gerade im Bundesheer. Der kriegt nicht so viel mit, was wir machen, aber sie haben sich sehr gut gemacht. Der Christoph Duller hat sich einen Stammplatz erarbeitet. Ich hoffe, der Kreuzi macht es das ja auch. Voraussetzungen hat er. Und sie sind auf einem guten Weg.